same old sound in the same old town. I wake up early with a sigh. The morning breaks. Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradar, wo es wieder heißt, wie immer unterwegs, ja, noch in Kärnten auf jeden Fall. Ja, die Erkältung lässt ein wenig nach, aber nur ein wenig. Der Hals ist immer noch ein bisschen belegt. Ja, aber ich will jetzt nicht jammern. Also die große Tour ist noch nicht da, die Höhe auch nicht, aber naja, zum Radeln lang ist immer noch ganz ruhig und sinnig. Ja, ich bin ja wieder hier am See entlang gefahren, ja, Richtung Westen. Ja, und Richtung Villach, da möchte ich jetzt hin und da stoße ich dann auf den Alpe Adria Radweg, den ich dann folgen möchte zur italienischen Grenze. Das sind so 35 Kilometer eine Tour. Ja, und wenn ich dann schlapp mache oder was weiß ich, dann kann ich immer noch den Zug zurücknehmen oder ich fahre auch wieder so zurück oder verlängere die Tour noch ein wenig. Das kann ich dann genau sehen, das ist ja das Gute an diesem Stützpunkt hier. Flache Touren gibt es auch genug. Ja, ein bisschen schade, dass ich noch nicht so richtig in die Höhe komme. Ja, das reizt ungemein, aber da passe ich noch ein wenig auf. Das Wetter ist top, leider immer noch sehr frisch am Morgen. 8 Grad wieder heute Morgen. Jetzt ist auch gerade erst 13, 14 Grad um 10 Uhr. Ja, das ist echt frisch für den Sommer. Ja, aber es geht ja. Bewegung und dann wird man auch warm. Wie gesagt, es wird ja eine ruhige Tour auf dem Alpe Adria Radweg, den ich erstmal bis zur italienischen Grenze folge und dann sehen wir weiter. Also, dann wird es wohl auch hoffentlich schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich erstmal viel Spaß dabei. Und die Traubrücke wiedererkannt. Ja, ich glaube, diese Brücke ist in jedem Video dabei, der den Alpe Adria Radweg fährt. Ich bin jetzt hier unten an der Drau. Ja, war gut geführt eigentlich, muss ich sagen, an allen vorbei. Richtig gut. So, jetzt bin ich auf dem Alpe Adria Radweg und werde ihm weiter folgen nach Italien. Ja, aber eine schöne Brücke, markant. Ja, wie gesagt, einige sind in dieses Jahr gefahren oder auch letztes Jahr. Ich persönlich bin hier zum ersten Mal rübergefahren. In der Gegend bin ich schon mal gewesen. Also an der italienischen Grenze, wo ich hinkomme, da bin ich schon mal auf dem Alpe Adria Radweg gewesen. Oder am Millstätter See bin ich auch schon mal gewesen. Aber hier an dieser Ecke noch nicht ganz. Deswegen bin ich auch hier. Wieder so ein weißer Fleck. Natürlich zum Ausmerzen. Ja, und ich muss sagen, lief richtig gut bis jetzt. 12, 13 Kilometer habe ich schon. Ja, ging immer leicht bergab. Ja, es führt immer noch gut Wasser, die Flüsse. Man kann es auch manchmal sehen, es war viel, viel höher. Ja, und jetzt geht es Richtung Italien. Ja, die höheren Berge kommen. Da hinten geht es mal herein. Da muss ich noch hin. Wie gesagt, ja, sind noch 35 Kilometer insgesamt, 30, also 22 Kilometer. Nicht die stärksten Steigungen, also ganz ruhig und sinnig. Da gucke ich mal, was die anderen so auch in meinem Video gebracht haben, ob ich das alles auch wieder erkenne hier. Ja, es soll ja jetzt eigentlich so ein bisschen ruhiger zur Sache gehen. Dann schaue ich mal, wie es wird. No one talks, and
das Flüsschen, was ich hier folge, ist aber nicht die Drau, sondern die Gail. Die kommt aus dem Gailtal hinunter. Die war auch nicht so betroffen von dem Hochwasser. Ja, aber gut, Wasser drin ist trotzdem noch. Wow, schöner Weg. Asphaltiert, leider auch wieder Schäden drin, aber es geht. Mit Rennrad wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber mit einem Gravelbike geht das alles. Ja, geht's. Also geht es jetzt mal weiter an der Gail hinauf. Ja, richtig schön, muss ich sagen. Habe ich die Gail überquert und fahre jetzt hier ja, Richtung Tarvisio ein bisschen ab von ihr. Ja, man hat jetzt einen schönen Blick ja, ins Gailtal, aber darum, da ist Italien. Da oben auf dem Kamm, da läuft die italienische Grenze. Ja, und teilweise auch Slowenien, das ist, fängt irgendwie auf der Hälfte an. Ja, da ist oben auch der Wurzpass. Ja, von dieser Seite ist der sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, wenn ich es gut geht, versuche ich den vielleicht noch von der anderen Seite. Heute, ich weiß es noch nicht. Also mir geht es eigentlich fahrtechnisch doch recht gut. Lief richtig toll, war natürlich auch nicht gerade anstrengend. Teilweise eintönig, aber der Belag, ja, grobschottrig, aber man konnte es fahren. Leider war da die Autobahn meistens und ja, auf der rechten Hand und auf der anderen Uferseite links war dann immer so ein ja, die Gleise mit ja, so einem großen Rangierbahnhof war auch etwas laut, aber war egal, man ist hier in den Alpen. Hier ist halt alles meistens ein bisschen enger. Oh, macht Spaß, es ist auch nicht so heiß, es ist richtig angenehm, ein schöner, kühler Wind. Ja, ist mal was anderes, leider ist es ja morgens immer noch recht kalt, aber jetzt geht's weiter. Ja, bei doch noch guten, sehr guten Wetter. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Hier in Arnoldstein beim Spar habe ich jetzt eine kleine Pause eingelegt. Ich glaube, das machen ziemlich viele, die hier entlang fahren am Alpe-Adria-Radweg. Ja, schön warm ist es geworden, angenehmer muss ich immer noch sagen. Ja, es geht ja, immer an der Hauptstraße entlang, nicht gerade schön, aber so doppelfahren ist ja auch nicht. Ja, es tut jetzt richtig gut, mal was wieder zu essen. Ich bin jetzt bei ja, über 30 Kilometer, also weit ist es nicht mehr nach Italien. Ja, und dann schaue ich weiter. Aber erstmal muss ich mich verpflegen. Also dann, Mahlzeit. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I'll have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go.
sheep will never know, na na, never know, na na. Italien ist erreicht nach guten, ja, fast 38 Kilometern bin ich jetzt hier. Ja, hier habe ich schon mal gestanden, habe ich schon mal gesagt, das ist schon etliche Jahre her, richtig viele Jahre. Ja, da war ich schon mal hier diesen schönen Bahntrassenradweg, den bin ich schon mal gefahren. Also den kenne ich schon. Ja, eigentlich war das mein Ziel hier, aber es lief echt gut. Ich werde noch weiterfahren, auch wenn jetzt gleich so eine 15%ige Steigung hier kommt. Da komme ich schon erstmal hoch. Ich weiß auch, dass es gar nicht so lang ist. Ja, und dann geht es nach Tarvisio. Es geht wahrscheinlich dann gar nicht ganz dahin, sondern vorher abbiegen, wenn ich es schaffe. Es geht immer weiter bergauf Richtung Slowenien. Da habe ich auch schon mal an der Grenze gestanden, aber nur direkt an der Grenze. Ja, und wenn ich das gut schaffe, vielleicht noch den Wurzenpass. Aber das will ich noch nicht. Also das werde ich sehen. Schauen wir mal. Was passiert? Weiterfahren tue ich auf jeden Fall. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. Try as hard as I can. She'll never be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never. Hier oben bei Tarvisio. Da vorne ist die Kreuzung, geradeaus geht es weiter auf den Adria-Radweg, Alpe-Adria-Radweg. Und links geht es nach Slowenien, da fahre ich weiter. Also mir geht es jetzt einigermaßen gut, muss ich sagen, deswegen fahre ich weiter. Es ging auch ganz gut hoch. Hier fahren aber auch viele mit Gepäck und ohne Unterstützung. Das muss ich nochmal gesagt haben. Es sind echt viele, fast schon die meisten, also das wundert mich ein bisschen. Ja, das ist echt klasse, aber es ist auch mit der einfachste Weg über die Alpen, zumindest an dieser Stelle. Ja, und das macht ja auch besonders Spaß. Man sieht ja schon immer diese tollen, ja fast Dolomiten kann man sagen. Da Italien, Slowenien, die Ecke, richtig toll. Deswegen fahre ich weiter Richtung Slowenien, weiterhin auf einem Bahntrassenradweg. Ja, also den gibt es wohl noch weiter. Schöne Bilder. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, I just wanna love.
Ich hab's geschafft. Ich bin in Slowenien. Ja, schon ein paar Meter reingefahren. Als ich letztes Mal vor etlichen Jahren mal hier war, da bin ich da wieder umgedreht am Grenzstein. Jetzt bin ich weitergefahren, denn zurück, wenn es jetzt 55 Kilometer über den Wurzenpass, wären es nur noch jetzt keine 40 und es sind nur 200 Höhenmeter, werde ich wohl irgendwie schaffen. Aber ich brauche jetzt eine Mahlzeit, ich habe Hunger. Boah. Ja, man ist nicht ganz auf der Höhe. Schade, ich wollte es eigentlich mal als Rennradtour machen mit Gas geben und so, aber das ist nicht. Aber auch locker funktioniert das komplett. Nicht überanstrengend. Ist ja auch noch nicht mal halb, ja, 14.20 Uhr ist es, also es ist noch recht früh. Und wie gesagt, wenn ich drüben bin, könnte ich auch im Zug einsteigen. Das kann ich dann immer noch entscheiden. Aber ich mache jetzt eine gepflegte Pause und dann geht's weiter über vielleicht den ersten Pass in diesem Urlaub. Prost. Energy, yes. Eigentlich ist hier kein Wasser, aber es ist auch als Hochwasserschutz hier gedacht. Und so hat es auch funktioniert, aber es war zu viel. Ja, so klar kann das Wasser hier sein. Das ist die junge Sava, die hier hat ihre Quelle. So ein richtiges Quellgebiet ist hier. Ein langer Fluss, ja, der Richtung, ja, was ist das, Südosten fließt, ganz schön lang durch Slowenien. Ja, aber wie man hier sieht, es kann auch anders sein. Andere Flüsse sind alle noch braun. Ja, richtig schön wieder anzusehen, mal was Klares. Eventuell auch mal ein Fisch. Ja, und ja, wie man hier sieht, alles wird wieder gemacht für den Skizirkus, alles zerstört. Ja, hier hat es wenigstens keinen Erdrutsch dadurch gegeben, durch den vielen Regen. Hier ging es ja noch, aber im Unterlauf von der Sava, da hat sie ganz schön was angerichtet. Ja, teilweise immer noch Katastrophenalarm, unglaublich. Und jetzt bestes Wetter, angenehm. Ja, ich muss jetzt irgendwo da hoch. Ich weiß es nicht, wo das ist. Ja, es ist ja 10% ungefähr geht's hoch. 200, 220 Höhenmeter werde ich wohl schon schaffen. Und wenn ich schieben muss, ach, das ist auf jeden Fall kürzer. Slowenien auch sehr schön. Wenn das klappt, komme ich auch noch mal wieder. Eine gute, sehr, sehr schöne Tour habe ich hier eigentlich auch noch geplant. Ja, mal abwarten. Mal sehen, was ich noch schaffe. Ich habe ja noch viel Zeit. Jo, also, dann geht es jetzt weiter zum Pass hoch. Ja, da muss ich mich aber jetzt anstrengen. Verschluckt. Ich habe es geschafft auf dem Wurzenpass. Es war
ja, anstrengend. Ja, wenn man nicht 100% zur Verfügung hat, ist es echt anstrengend. Oder mit Gepäck. Ja, mit Gepäck sind hier nicht viele hoch. Aber im letzten Winter. Ja, hier ist, ja, ich glaube, euch auch bekannten YouTuber, der zurzeit im Iran, jetzt im August, gerade angekommen ist. Das ist Daniel Großhans von Radreise Unlimited. Sehr geil, hat er immer gut gemacht. Ist im Winter hier hoch, das echt größten Respekt. Ja, aber er ist auch sehr fit. Bis heute klappt bei ihm echt alles. Muss man echt sagen, er macht das gut. Wow, aber ich bin ein bisschen kaputt. Es geht hier ein kalter Wind, ich will auch gleich runter. Oh, zieh vielleicht nochmal die Jacke über. Denn jetzt geht es richtig runter, hoch. Ja, was ging das? 10, 11, 12 Prozent maximal unten im Bereich. Oben ging es denn. Aber hier runter. Da geht es bis 17, 18 Prozent runter. Und da ist er hochgekommen. Ja. Also Grüße gehen raus, falls ihr das hier überhaupt mal sieht. Aber ich glaube, sein Vater Frank, der verfolgt meinen Kanal ja auch. Den grüße ich mal darüber. Ja. Und jetzt geht's abwärts. Ja, wieder nach Kärnten, Österreich. Und down. Ja, hier gibt es so viele Schilder, aber sein Aufkleber ist nicht dabei. Schade, entweder schon abgefault sozusagen über den Winter. Ja, aber sind so viele andere jetzt inzwischen wieder drauf. Ich glaube, damals war es ziemlich leer. Ja, okay, jetzt geht's abwärts. Da schon das Schild. 18% geht's runter. Ui, Jacke tut gut, die ich sie jetzt schon anhab. Es ist frisch für den Sommer eh, aber weiter geht's runter. Nach Arnoldstein, oder? Ja, nicht ganz. Ich glaube, noch ein bisschen daneben. Auf jeden Fall ins Tal. Jetzt bin ich unten wieder im Geiltal angekommen, heil und sicher, lässt sich eigentlich ganz gut fahren, zumindest im oberen Teil, neu asphaltiert, ein paar Gegensteigungen, die ein bisschen fies waren, aber sonst ging das. Leider im unteren Teil, dann war das doch ein bisschen schlechter, da musste ich als Radfahrer mal ein bisschen links und rechts fahren, dann riecht sich noch eine Autofahrerin deswegen auf, ich muss doch den Schlaglöchern ein bisschen ausweichen, so viel Zeit muss doch sein. Ja, also auf jeden Fall hat es geklappt. Ich bin hier richtig gut angekommen. Wie man sieht, so langsam läuft es wieder. Der erste Pass ist bewältigt, aber ich muss sagen, von dieser Seite wäre nichts gegangen. 18% auf wirklich kilometerlang, mehrere Stücke, die waren heftig, die hätte ich nie geschafft heute. Aber so rum war es eine tolle Tour. Ich bin nicht kaputt, ich habe mich nicht überanstrengt, ist alles gut. Also langsam merkt man trotzdem die ganze Anstrengung, auch der letzten Tage. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch los, aber ihr werdet sehen, ich mich erholen kann über Nacht. Es war eine tolle Runde. Es hat wohl auch hoffentlich schöne Bilder gegeben. Ja, jetzt geht es noch 20 Kilometer zurück durch Villach und wieder zum See und zur Ferienwohnung. Ich glaube, das werde ich radeln und nicht mit dem Zug fahren. Ganz in Ruhe, werde hier noch eine schöne Pause machen. Mich noch ein bisschen kräftigen. Das ist erst 10 Minuten nach 4. Also richtig noch toll den Tag genutzt.
Jetzt ist es auch richtig wieder schön angenehm. Und was ich sagen muss, ich hatte immer Rückenwind. Echt top. Also besser konnte es echt nicht laufen, wenn man nicht so ganz auf 100% ist. Richtig toller Tag. Es war eine richtig tolle Tour. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen auf meiner kleinen Dreiländertour. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Flachlandradler unterwegs, wie immer unterwegs. Ich werde sehen, was dann kommt. Ihr werdet sehen. Schöne Bilder wird es auch dann wieder wohl geben. Also bis dann. Servus. Moin, moin. Bis zum nächsten Mal. Euer Flachlandradler Thorsten. Tschüss.